Guten Tag. Und wieder sind die neuen Kurznachrichten aus dem Kulturzentrum Starken da. Vieles Interessantes wird diesmal wieder berichtet. Unter anderem, dass Dieter Durchblick sich intensiv mit viel grünem Zeug beschäftigt. Und natürlich Detlef Kleinow, der sich wie immer damit beschäftigt, was wird alles in den nächsten Wochen geboten. Hallo, mein Name ist Frank Viviora. Ich bin Anwohner in der Heerstraße Nord und engagiere mich in einem Nachbarschafts- und Umweltprojekt mit dem Namen Ein Herz für Straßenbäume. Ich stehe hier am Baum 56. Für den Baum 56 gibt es eine Patenschaft. Die Patenschaft hat das Kulturzentrum Starken übernommen. Im Augenblick ist es zwar sehr kalt und ich friere auch ein bisschen, aber wir wissen, in ein paar Tagen, in ein paar Wochen wird es richtig heiß werden. Und die letzten Jahre waren so heiß gewesen, dass die Bäume unbedingt Wasser brauchen. Und das ist für mich wichtig, dass wir versuchen, so viele Nachbarn, so viele Menschen, wie es geht, dafür zu begeistern, ihren Baum vor der Straße, auf der Straße, ihren Baum vor ihrer Wohnung mit ein paar Eimern Wasser zu gießen, damit die Bäume überleben. Denn wir denken selten an unsere stillen Nachbarn. Die stehen da und wir brauchen sie, weil die Bäume Sauerstoff produzieren, weil die Bäume Kohlendioxid, was schädlich für unser Klima ist, aus der Luft herausnehmen und vor allen Dingen, weil der Baum Schatten spendet. Und gerade in dieser heißen Jahreszeit brauchen wir Schatten. Ja, was gibt es sonst noch zu berichten? Ich habe mich hier engagiert in der Heerstraße Nord und habe mit den Gewerbetreibenden gesprochen. Auch die wollte ich dazu animieren, direkt vor ihrem Geschäft ihre Bäume zu gießen. Es hat leider nur bedingt geklappt. Ich gebe aber die Hoffnung nicht auf und hoffe, dass immer mehr Menschen die gleiche Idee wie mich, die mich sozusagen beseelt hat, auch hier diese Bäume weiter zu gießen. Ich hatte tatsächlich in den letzten Jahren großes Glück und hatte in Absprache mit dem Bezirksamt Wassertanks hier in der Heerstraße Nord ordern können und konnte mit viel Gießkannen und mit viel Überzeugungskraft viele Anwohner an der Heerstraße Nord dazu bringen, ihren Baum direkt vor der Tür zu gießen. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt zu meinem Projekt, dann wendet euch bitte ans Quartiersmanagement Starken im Blasewitzer Ring. Das war's. Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Da bleibe, wer Lust hat, mit Sorgen zu Haus. Hallo Leute, ich bin's mal wieder, euer Dieter Durchblick. Mann, das ist ja alles richtig schön grün geworden. Ich sitze hier nämlich auf dem Baum neben dem Kulturzentrum. Ey, wisst ihr was? Ein bisschen wärmer kann es ruhig noch werden. Aber naja, wir gehen ja auf den Sommer zu. Und das mit den Bäumen, das wusste ich ja auch noch ja nicht. Wie wichtig das ist, dass wir Bäume haben. Mensch, da kriegen wir Luft. Hoch, finde ich gut. Naja, und viel Luft ist ja auch noch nach oben, wenn man daran denkt, was so alles noch im Kulturzentrum los sein wird. Also ich freue mich schon auf den Wärmer und eine noch bessere Jahreszeit. Wir sehen uns hoffentlich dann bald wieder zu tollen Veranstaltungen im Kulturzentrum. Also bis Danny und Tschüssikowski! Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, es freut mich sehr, Sie für die Mai-Ausgabe hier bei den Kurznachrichten begrüßen zu dürfen. Wie immer mit einem kleinen Rückblick auf den April. Wir hatten am 5.4. einen bunten Nachmittag. Es gab Kaffeekuchen, Knallbonbons und den legendären Ententanz. Am 6.4. war der Starkner Gospelchor bei uns zu Gast mit der Leiterin und Solistin Sharon Liquid Love. Wir hatten 100 begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauern bei diesem wirklich grandiosen Ereignis hier bei uns in ihrer direkten Nachbarschaft. Wir freuen uns auf die Berlin Jive Company, die am 17.05. wieder bei uns zu Gast sein wird. Heiße Rhythmen auf der Bühne und sie bringen heiße Sohlen auf die Tanzfläche.
Am 21.05. ist ab 14.30 Uhr die Polizei bei uns im Haus, um sich mit Ihnen über Fragen der täglichen Sicherheit zu unterhalten. Dazu gibt es natürlich wie immer Kaffee und unsere wunderbaren Kekse. Am 31.05. treffen wir uns um 14 Uhr am Kulturzentrum Starken, um gemeinsam zum Vorhaneberg zu spazieren. Da wird Cordula Herwig uns etwas über die Bäume am Wegesrand sagen und vielleicht auch das eine oder andere Lied mit uns singen. Am 1.6. Samstag ist das Playback-Theater wieder bei uns zu Hause. Das Playback-Theater bringt Ihre persönlichen Situationen spontan als Szenen auf die Bühne. Wir haben schon viel zusammen gelacht und werden auch diesmal wieder einen netten Abend miteinander verbringen. Am 1.6. ab 18 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Seien Sie herzlich willkommen. Ihr Detlef Kleinow. So, das war's schon wieder. Wir hoffen, dass Sie kurzweilig etwas Neues erfahren haben. Und natürlich denken Sie dann auch in Zukunft daran, wenn das Wetter noch viel schöner wird, auch die Bäume entsprechend zu gießen, soweit wie es geht. Und wie immer zum Schluss einen kleinen Spruch. Und der lautet diesmal, er ist von dem Dalai Lama: Es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann. Der eine ist gestern, der andere ist morgen. Und tschüss.